Ui, ui, ui. Wir haben leichtere Lion-Spawns. Beeindruckende Arbeit für einen Zivilisten, die Frau Doktor wohlbehalten hierher zu bringen. Sarah Lyons, Paladin und Befehlshaberin der Lyons Pride. Willkommen in der Zitadelle. Selber Zivilistin. Fragen Sie die Gelehrte Jameson. Sie bewahrt unsere Schriftrollen auf und wird wissen wollen, was Sie gefunden haben. Sie verbringt die meiste Zeit im Archiv in Ring A, nahe der großen Halle. Wir sind im Archiv, ja. Paladin Ghani unterweist alle Neulinge in der Verwendung der Powerrüstung. Aber erst nachdem sie einem harten Training unterzogen wurden. In Anbetracht dessen, was sich alles zugetragen hat, gibt ihnen mein Vater vielleicht eine Sondergenehmigung. Sie müssen ihn jedoch selbst fragen. Okay, er ist direkt hinter ihm, das wird nicht so schwer. Ich habe die Berichte gelesen und die ersten Scans gesehen, kann es aber nur schwer glauben. Ich hatte gedacht, diese Radiosendungen wären nur alte Aufnahmen. Ich hätte nie geglaubt, dass die Enklave wirklich einmal auftauchen würde. Keine Sorge. Egal, was Sie versuchen, wir sind bereit. Ich lasse morgen die Pride antreten, damit sie die Enklave vernichtet, falls Vater es erlaubt. Oh, immer Daddy schön fragen. Sie haben sie doch gesehen, also wissen Sie so viel wie wir. Was soll ich noch mehr sagen? Wenn wir herausfinden können, woher sie kommen, können wir sie vielleicht aufhalten. Wenn nicht... Das ist die unangefochtene Oberelite der Bruderschaft. Ohne meine Zusage kommt hier keiner rein. Okay. Lassen. Was nichts Interessantes zu sagen. Ihre hey, Daddy. Mein Beileid. Ihr Vater war ein guter Mann. Die Ausgestoßenen sind das Resultat meines größten Fehlers. Eines Fehlers, auf den ich trotzdem stolz bin. Als ich hierher kam, erkannte ich zum ersten Mal, dass die Technologie der Bruderschaft die Überlebenden in diesem Ödland wirklich retten könnte. Ich helfe ihnen, obwohl ich dadurch die Interessen der Bruderschaft gefährde. Manche Soldaten nennen mich einen Helden, andere einen Verräter. Die Dissidenten verließen mein Kommando und nannten sich Ausgestoßene, um mich zu verhöhnen. An Hingabe fehlt es ihnen nicht, aber an Mitleid schon. Das stimmt nur im weiteren Sinne. Der Eid der Brüderlichkeit gilt dem Schutz des Fortschritts der Menschheit und weniger dem Schutz einzelner Leute. Die Ausgestoßenen und Mitglieder der Bruderschaft an anderen Orten betrachten es als Verschwendung, die meisten Leute zu schützen. Schließlich sagen sie ja, jeder weiß, wie ein Mensch gemacht wird, aber die Geheimnisse der Herstellung eines P-94-Plasmagewehrs sind verloren. War es die Leben und Ressourcen wert, Leute wie Sie vor den Supermutanten zu beschützen? Was meinen Sie? Ich glaube, die Truppe meiner Tochter hat Ihnen das Leben gerettet. Und viele neue Rekruten gehören zu denen, die wir gerettet haben. Nein, es hat auch viel gekostet. Aber wir haben viele Leben gerettet und das Ödland der Hauptstadt zu einem bewohnbaren Ort gemacht. Ja, das war es wert. Die Truppe danach, Tochter hat mir nie das Leben gerettet. Ja. In Anbetracht der Umstände wäre es sicher eine kluge Vorsichtsmaßnahme, Ihnen ein derartiges Training zu geben. Reden Sie im Außenhof mit Ghani. Er zeigt Ihnen dann, wie die Powerrüstung verwendet wird. Ich lasse ihm ausrichten, dass er die Genehmigung dazu hat. Sie werden ihn im Außenhof finden. Ich werde ihm sagen lassen, dass ich die Genehmigung erteilt habe. Du hast dich gerade wiederholt. Okay. Wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Seien Sie gegrüßt. Seien Sie gegrüßt. Ein Kaffeeraum. Na, ich habe hier nie sonderlich viel umgeschaut. Ist ein weiteres Labyrinth, wo man Sachen verkaufen kann. The Dam. Kaffeeraum. Willkommen. Okay. Warte die Umstellung. Seien Sie gegrüßt. Ich bin Ritter Captain Dusk und diene dem Stahl. Falls Sie etwas brauchen, dann fragen Sie einfach. Wirklich lustig. Ich gebe Ihnen einen kostenlosen Rat. Sie sind unser Gast. Seien Sie also sehr vorsichtig damit, wen Sie hier beleidigen. So etwas können Sie sich vielleicht im Ödland erlauben, aber hier in der Zitadelle handeln Sie sich damit nur Zahnlücken ein.
Sehen Sie? Genau diese bescheuerte Einstellung kann ein kleines Mädchen wie Sie ganz schnell ins Krankenhaus bringen. Okay. Palatin Kodiak. Wer bist du denn? Seien Sie gegrüßt. Ich heiße Greg. Greg Bear. Die meisten nennen mich einfach Kodiak. Ich habe von diesem Schlamassel am Aufbereiter gehört. Keine Sorge, hier sind Sie in Sicherheit. Hier bist du in Sicherheit, wenn ich da bin. Okay, du hast nichts Spezielles. Lassen. Warum nicht, Paladin? Und du? Gerlos. Was hast du da am Rücken? Was? Ja. Ich bin froh, dass wir uns verstehen. Ach, der gleichen Wellen die hier. Und du so? Vargas. Wie kann ich helfen? Kannst du das? Nein. Die Bude, wie kann ich helfen? Wir haben die alle einen Namen. Oh Gott. Soll ich mich hier zurechtfinden? Was kam beim letzten Scanner aus? Es wurde noch ein weiterer Behemoth im Güterhaus bei Evergreen Hills. B-Ring. Oh. Typen aufnehmen? Die Wahrheit? Wir können uns... Ja, hallo. Ich habe von Ihnen gehört. Wir haben hier in der Zitadelle nur selten Fremde. Vor allem selten solche, die ohne Eskorte herumlaufen. Ich bin der gelehrte Bowditch. Falls Sie etwas brauchen, dann fragen Sie einfach. Das sollte möglich sein. Nein, Sam. Ja. Nein, du mich auch. Gott, gibt's hier keine interessanten Leute? Typisch Bruderschaft. Ah ja. Spielt Computerspiele, natürlich. Ah, hier ist ja noch Vater, das sind Vegas Bruderschaftsgebäude. Bunker. Deswegen bin ich dort nie wirklich viel herum gewesen, mich nie wirklich dort aufgehalten. Ich fühle mich gut, Sir. Ich verstehe jetzt, was Sie meinen. Wenn ich mich entspanne und nur das Ziel sehe, fliegen die Kugeln genau ins Ziel. Sie sind nicht ganz so nutzlos, wie Sie aussehen. Wenn Sie beim Kämpfen denken, sind Sie tot. Sie müssen mehr Überlebenswille als Ihr Gegner haben. Ich verstehe. Es ist, wie Sie gesagt haben. Kein Mensch kann besiegt werden, solange er noch den Willen zum Überleben hat. So hat man es mir beigebracht und so werden Sie es einmal anderen beibringen. Genug geredet, Sie Pfeife. Zurück an die Arbeit. Charmant. Dann haben wir. Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. Neuling. Neuling, du hast vielleicht Nerven. Oh, entschuldigen Sie bitte, ich dachte, Sie seien einer dieser nutzlosen Neulinge. Ich schwöre, diese Kinder wären verloren, wenn ich nicht hier wäre, um ihnen den Hintern zu pudern. Mir wurde die Aufgabe anvertraut, aus diesen Pfeifen stählerne Brüder zu machen. Wegen der Bedrohung durch die Enklave werden sie wahrscheinlich ihren Dienst antreten müssen, bevor sie den Eid abgelegt haben. Darum habe ich viel Arbeit vor mir. Hab schon gehört, dass Sie kommen. Ich trainiere Sie, aber nur ungern. Meine Neulinge schwitzen Blut und Sie soll ich einfach so durchlassen. Also, sind Sie bereit? Hören Sie, um die Powerrüstung zu tragen, müssen Sie zuerst Ihre Muskeln entspannen. Lassen Sie den Anzug die ganze Arbeit tun. Klar? Jetzt Sie. Also, fahren Sie fort. Yay. Wie kann ich helfen? Ich habe keine Powerrüstung. Ich würde doch hier in den Powerrüstungshändler gehen. Die Bruderschaft steht zu ihrem Dienst. Ich kann zurück zur Enklave gehen eigentlich. Ich freue mich, dass Sie und diese Lee es ungeschoren hierher geschafft haben. Hab gehört, was am Aufbereiter passiert ist. Verteufelte Sache. Was? Oh Mann, mit diesem Jungen stimmt irgendetwas nicht. Hier in der Gegend gibt es keinen einzigen, der seinen wahren Namen kennt.
Wir haben in der Pride eine Wette laufen. Den gesamten Wetteinsatz bekommt der Erste, der seinen wahren Namen herausfindet. Okay. Ich hab geübt. Wir sind schließlich ein Ritterorden, oder? Ich dachte, wir sollten den Teil sprechen. Ich möchte wie der älteste Lions klingen. Der älteste Lions hört sich nicht so an. Wir sind ein Idiot. Gut, ich werde mit jemand anders üben. Wirklich tolle Leistung. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Ja. Ich suche jemanden. Jemand Bestimmtes. Nein, das ist kein Kind. Seien Sie gegrüßt. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Ja, ja, klar. Ich hatte gerade was gestohlen. Oh, wo ist der Typ, den ich suche? Wo ist der Typ? Ich verstehe. Gelehrter. Der Gelehrte. Gott. Ich will mit niemandem mehr reden hier. Was sagt er raus. Das habe ich schon gehört. Ah ja. So, weiter schlafen. Gott! A-Ring, anscheinend muss ich durch den A-Ring raus. Okay, die Person, die ich gesucht habe, habe ich noch nicht gefunden. Ich habe auch keinen Händler gefunden. Könnte einer der Gelehrten gewesen sein. Verkaufsautomat. Nur eine Coca-Cola, oder? Ah, schau. Quantum drinnen. Weg hinauf. Hier. So viele Ringe. So viele Ringe zu finden. Hm. Okay, dann haben wir Alex hier. Sonst noch jemand Interessantes? Push-ups. Neuling. Gutes Ziel, gutes Ziel. Und du? Ihre Anwesenheit ehrt uns. Neuling. Verdammt, wo ist der Typ? Wo bin ich gerade reingegangen? Verdammt. Wo bin ich gerade reingegangen? Oh. Ich bin schon verloren. Ich bin mir sicher, mit Alex muss ich nicht reden. Kommt, bevor es klickt, steht alles. Seien Sie gegrüßt. Im Namen der Gastfreundschaft und im Namen des ältesten Lions heiße ich Sie in der Zitadelle willkommen. Ich bin Sternpaladin Cross, Hüter des Arm und Seneschall des ältesten Lions. Ich habe die Ehre, Ihnen sagen zu dürfen, dass ich Ihren Vater gekannt habe. Nun, was kann ich tun, um Ihnen zu helfen? Ich wusste nie, dass das ein Begleiter ist und ich dachte immer, das ist ein Typ. Ich habe mir ein Bild angeschaut. Und ob ich ihn kannte. Und Sie ebenfalls. Vor langer Zeit half ich den Wasseraufbereiter gegen die Supermutanten zu schützen. Als ihr Vater ging, begleitete ich sie mit ihm nach Megaton. Er war ein edler Mann. Die Nachricht von seinem Tod hat mich mit Trauer erfüllt. Doch ich hörte, dass sein Tod ehrenvoll war. Er starb für sie. Ich kann nur beten, dass mein eigener Tod ebenfalls so sinnvoll sein wird. Ja. Jetzt können wir uns einschlammen. Sie sind ein guter Typ jetzt. Und so setzen sich unsere Taten in unseren Söhnen und Töchtern fort. Bewahren Sie sein Andenken. Erzählen Sie seine Geschichte weiter. Und setzen Sie seine Arbeit fort. Durch Sie soll er weiterleben. Ich muss Ihnen jedoch jetzt eine schwierige Frage stellen, falls Sie mir dies gestatten. Ich habe Ihren Vater durch die Wüste geführt. Mehr konnte ich nicht tun, um ihn in seinem Bestreben, den Leuten Wasser zu bringen, zu unterstützen. Lassen Sie mir die Ehre zuteil werden, Sie auf Ihrer Reise zum Abschluss der Arbeit zu begleiten. Dann werde ich Ihnen folgen und mich Ihrem Befehl unterstellen. Dem Kind von James brauche ich es ja nicht zu erklären, dass ich nicht sein Diener bin. Wenn mir Ihre Taten nicht gefallen, kehre ich hierher zurück. Ziehen wir also los, vernichten wir die Enklave und führen wir die Mission Ihres Vaters zu Ende. Okay.
Egal, wir haben einen neuen Begleiter. Hier ist Wachsamkeit geboten. Passen Sie gut auf. Ha, okay. Schauen wir mal, ob wir noch einen Händler finden. Du bist ein Händler. Womit kann ich Ihnen dienen? Oh. Nein. Okay, anscheinend doch nicht. Ich kann das Ding einfach nehmen. Oh, Werkbank auch. Nein, eine Graola-Granate. Sehr schön. Die werden wir brauchen, falls ich die Ausrüstung zurückhaben will, die Jericho verloren hat. Okay. Ranger 35. Ich nehme es mal mit. Ich werde sicher neue Rüstungen zum Reparieren finden. Das Kostüm der Meisterin noch? Ich glaube nicht. Willkommen. Willkommen. Okay. Achten, wo es Ärger geben könnte. Willkommen. Oh. Lassen Sie mich zuallererst sagen, wie leid es mir tut. Bup. Die Welt hat einen ihrer... Bup. Gern geschehen. Nun ja, Dr. Lee hat mich über Ihre missliche Lage aufgeklärt. Sie benötigen eine gewisse Vault-Tech-Ausrüstung. Ein GEEK? Gütiger Himmel. So etwas habe ich sicher nicht. Ich muss Ihnen sagen, dass viele Leute bezweifeln, dass es so ein Gerät überhaupt gibt. Geschweige denn, dass es funktioniert. Wenn Sie allerdings mit derselben Entschiedenheit auftreten wie Ihr Vater, könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein, eines zu finden. Ja, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Leider aber nicht persönlich, da Dr. Lee mich dringend an anderer Stelle braucht. Ich kann Ihnen jedoch Zugriff auf einen alten Vorkriegscomputer von Vault-Tec geben. Vielleicht finden Sie darauf die benötigten Informationen. Sie finden das Terminal im Archiv im A-Ring. Keine Ursache. Wenn Sie weitere Unterstützung brauchen, kommen Sie wieder. Ich kann Ihnen unter Umständen helfen. Bist du ein Händler? Ich fürchte, ich muss mich gerade... Ja. Ich bin für ihn zuständig. Und zwar schon seit wir ihn vor über 20 Jahren gefunden haben. In den Berichten wird er als Liberty Prime bezeichnet. Fantastisch, oder? Zumindest, wenn einmal alle Systeme arbeiten. Der Energiebedarf macht uns zu schaffen. Etwas so Großes mit so modernen Waffensystemen. Uns fehlt bisher noch die Energieversorgung für ihn. Ob ich... Nein, gar nicht. Er wurde vor dem Krieg als Superwaffe entwickelt und ist das Resultat der ersten Zusammenarbeit zwischen Rubco und General Atomics International. Er sollte offenbar dabei helfen, Alaska von den Chinesen zu befreien, wurde aber nie fertiggestellt. Sie mussten ohne ihn dort einrücken. Sie siegten, erlitten aber schwere Verluste. Falls es uns gelingt, ihn zum Laufen zu bringen... Na, ich glaube, Sie verstehen, was ich sagen will. Okay, sehr cool. Kleiner Händler. Ein Gefängnis. Du bist doch eine Händlerin, oder? Hier spricht Quartiermeister Durga. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, was Sie in meinem Waffenhaus zu suchen haben. Bei uns herrscht Zucht und Ordnung. Solange es nicht ausdrücklich vom ältesten Lions verlangt wird, treiben wir mit Außenstehenden keinen Handel. Quartiermeister, Ende. Okay, also... Sie schon wieder? Habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt? Ich habe Befehl vom ältesten Lions mit Außenstehenden keinen Handel, um Vorräte zu treiben. Bitte. Ich sagte doch, die Bruderschaft treibt keinen Handel mit Außenstehenden. Ah. Ah, jetzt schicken die mich wieder irgendwo hin. So viele Leute zum Reden. Werde mir wahrscheinlich... Etwas, wobei ich helfen kann. Nein. Ich werde mir wahrscheinlich eine Tesla-Rüstung holen. Und dann werde ich die Frau in einer ausgestoßenen Rüstung reinsetzen. Das ist sicher die fette Panzerung wird mir mehr Schutz geben als die Kampfrüstung. Okay. Ihre Anwesenheit ehrt.
Ja, natürlich, was sonst? Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. Ah, oh, der hat es mir nicht einfach sagen können. Ach du. Ach du, Mist. Okay. Okay, vielleicht gibt es noch einen schnelleren Weg, das zu erfahren. Nein, gibt's nicht. In welche Vault waren wir? 106 waren wir schon. Oh, füllt, okay. Passt. Okay, jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Das ist so lächerlich. So. Was? Peabody? Der Älteste hat uns über ihre Ankunft informiert. Ich bin der gelehrte Peabody. Herzlich willkommen und so weiter. Nun, ich bin wirklich... Das kann ich mit verbundenen Augen. Und so... Sorry, nutzlos. Sorry, nutzlos. Du, Digga, Peabody. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Nein, ist cool. Ich hatte die Frau noch nie als Begleiterin dabei. Ich glaube, ich habe die auch noch nie beim Let's Play als Begleiterin vorbeigehen sehen. Ah, da drüben geht er. Jo. Ah, Sie sind wieder da. Ah, nun ja. Wenn es nur das ist, kann ich Ihnen behilflich sein. Kommen Sie hierher. Ich zeige Ihnen, wo die Vault liegt. Geht, die wird's Richtung... Ah, ich muss ihn folgen. Ach, komm schon. Es ist so langsam. Ah. Das sind die Teile, die mir am wenigsten gefallen. Geh hier hin, höre eine Stunde zu, geh dorthin, geh wieder zurück, geh wieder dorthin. Oh. Jetzt kann ich ihn wieder suchen halt. Ich sollte das nicht riskieren. Das wäre kein schöner Tod. Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. Warum? Okay, ist eine vierte Map. Diese Karte zeigt die Lage aller bekannten Vaults in der Gegend. Wir haben Vault 87 hervorgehoben. Hier. Der Zutritt zu Vault 87 wird für Sie besonders schwierig sein, fürchte ich. Das Gebiet ist extrem verseucht. Rund um den Eingangsbereich herrschen tödliche Strahlungsniveaus. Der direkte Zugang ist dadurch ziemlich unmöglich. An Entschiedenheit stehen Sie Ihrem Vater um nichts nach, scheint mir. Und in diesem Fall haben Sie recht. Es könnte einen anderen Weg geben. Vault 87 liegt gleich neben den Höhlen von Little Lamplight. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in den Höhlen einen Zugang zur Vault gibt. Leider gibt es keine Daten. Nachdem die ersten Versuche, die Strahlung zu durchqueren, fehlschlugen, konzentrierten wir uns auf andere Dinge. Sie aber können sich frei bewegen. Ein paar weitere Nachforschungen könnten nicht schaden. Ich bin natürlich sehr an den Entdeckungen interessiert. Leider können wir nicht mehr tun. Denn die Bruderschaft steht möglicherweise einer sehr realen Bedrohung durch die Enklave gegenüber. Meine ganzen Anstrengungen müssen jetzt der Einschätzung dieser Gefahr gelten. Ich bin sicher, Sie werden das verstehen. 87, ja, ich weiß, da oben ist Höchststrahlungsgebiet. Was haben wir hier? Messo. I'm not gonna mess around here. Ich geh mir eine, klar. Tja, danke. Ich geh mir eine Rüstung holen. Eine Tesla Power Rüstung. Die haben mich jetzt hier schon ewig lang rumgeschickt hier. Was haben wir hier? Ranger-Kampfrüstung, Metallhelm.
Danach muss ich verkaufen auch noch. Ach, ich kann da. Kann da gar nicht drüber teleportieren. Verdammt! Ich bin mir sicher, ich kann da noch rein, oder? Sonst habe ich einen Fehler getan. Habe ich einen Fehler gemacht, dass ich das nicht ausgeräumt habe. Wo? Was? Wo? Ich brauche Hilfe. Das Ding kann leben. Doch. Das Ödland wird vergessen, dass es dich je gab. Ich bin mir sicher, der Supermundant ist richtig traurig drüber. Okay, mitkommen. Wenn er den richtigen Weg entlang. Gut, 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 gut. Ach, die Frau kämpft. Ich glaube, ich habe gerade eine Minigun ganz. Ja, da ist eine Minigun unten. Ich muss wieder einen Kampf suchen. Was zum Teufel war das? Alles klar, Entwarnung. Danke, danke. Oh, komm, Quacken. Was spielt denn aus? Ah. Wir haben Gesellschaft. Wo? Ich habe noch viel mehr. Los, los! Das schaffst du schon, Mädel. Ich habe mir vor ein paar Tagen angeschaut, welche Begleiter es in diesem Spiel gibt. Deswegen habe ich auch gesagt, dass ich gutes Karma brauche. Und komischerweise dachte ich, dass das ein Mann wäre, wenn ich da, wie ich das Bild gesehen habe, ist die Frisur. Eine Frisur ist ziemlich eigen. Aber es ist ein altes Spiel. Da erkennt man das ja auch nicht so leicht. So, schauen wir mal, ob wir was kriegen hier. Oder ob wir gar nicht hier reingehen dürfen. Ach, da ist ein Stasefeld rundherum, oder? Können wir gar nicht rein. Komm hier rein. Interessant. Ich bin mir sicher, es sollte nicht hier sein. Schauen wir mal, ob die Loot noch da liegt. Und zeigt das Ding mir an, dass mein Mikrofon nicht ein wäre. Test, 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 okay. Zeigt mir das was anderes an. Hey, Mr. Oh, yes, Checkpoint. Du. Komm schon. Nice. Kleidung. Tesla Helm. Das für das Mädel. Tesla Rüstung. Ach. Mist. Na. Wo ist die Power Rüstung? Kann ich miteinander reparieren, das Zeug. Eine Tesla-Rüstung nur mit einer Tesla-Rüstung kannst du reparieren. Das ist nicht cool. Kann ich die miteinander reparieren?
Nein, wirklich. Gibt's ja nicht. Ach, Menno. Ach, Menno. Ah. Na, da nimm den Helm mal. Es liegt ein fauler Gestank im Wind. Hier sollten wir nicht... Mit den Worten des ältesten Theus. Ein gut ausgerüsteter Bruder tut immer seine Pflicht. Viel furchteinflößender. Schade, schade. Ich kann die Sachen nicht miteinander reparieren. Da muss ich mir einen Händler suchen bei Crows. Please. Na gut, dass das Ding noch nicht gefroren ist, das Spiel. Hier oben, was haben wir sonst noch? Ab. Holz. Hier ist Lamplight, Everglow Campingplatz. Ich kann ja probieren, da durchgehen. Letztens hat es mich ziemlich schön verstrahlt, aber diesmal vielleicht schaffe ich es. Wäre vielleicht ein cooler Tod, oder? Bevor ich mit Kindern reden muss. Na, wahrscheinlich muss ich mit Kindern reden. Ah, ich trage die Rüstung gar nicht, ich Idiot. 34 Tesla Rüstung, jetzt da. Yeah! Und falsche Helm noch. Nein, wartet auf mich. Wer ist das? Das ist Crow. Das wird wahrscheinlich keine Tesla Rüstung für mich. Vielleicht. Wo ist die Tesla-Rüstung? Linkens. Siegesgewehr einfach mal als reparieren hier. Groß Augenbordhelm. Sehen Sie sich um. Vielleicht gefällt Ihnen ja etwas. Ist eine Tesla-Rüstung, Bro? Eine normale Power-Rüstung. 34, 36. Ja, das gibt mir ein bisschen einen Vorteil. Wird zum Schluss wichtig sein. Okay, ich kann hoffentlich Dreck verkaufen, damit ich Platz habe für die ganzen Rüstungen, die ich mitschleppen muss. Plasma-Gewehr hat sich ist ziemlich gut erwiesen. Plasma-Mine brauche ich nicht. Plasma-Granaten werden besser. Warum habe ich die überhaupt mit? Teddybär brauche ich auch nicht. Da, Vorkriegsgeld. Oink. Ein weiterer zu. Ja, ja, ja. Ups. Nein, das wollte ich auch nicht. Ah, das Ding. Da ist die Grafik fast zu schwach dafür. Habe ich zwei fette Rüstungen mit? Glaub, das war da noch schnell. Ah, ich will nicht durch die Kinderstadt durchgehen. Nicht cool. Ich habe mit der Helm auch Strahlenresistenz. Da muss ich den fast aufsetzen. Oh. Ja, ich kann mich erinnern. Eigentlich Kampfflinten machen wir. Nee, ich kann mich erinnern. Cool, cool, das war's schon mit meiner Rüstung. Da war der Typ mit dem Raketenwerfer. Verdammt, der muss gleich mal weg. Wo ist Linkens? Der hat viel Leben. Will mich nicht überraschen, weil die Frau gleich mal verreckt. Okay, wo ist Fister?
Dann wird halt geflüstert. Alter, der rennt da mit dem Messer hinter mir her, während ich da einen Supermodern fiste. Ach, komm schon. Oh, was schießt der? Der ist echt schon weit vom Verrecken. Oh, ob ich noch einen Begleiter verliere? Kann leicht sein, kann leicht sein. Komm schon, Frau. Schaffst du doch wohl. Echt jetzt? Ach du, die ist nutzlos. Die ist ja nutzlos. Ah, oh, ich vermisse Jericho jetzt schon. Alter, stell eine Distanzwaffe ein. Ja, was brauchen Sie? Stell eine Distanzwaffe ein. Ich bin für alle Vorschläge offen. Ein Mitglied der Bruderschaft trainiert als Neuling mit allen Waffen. Was soll ich tun? In Ordnung. Ich gebe Ihnen Deckung. Ich bleibe wachsam. Ich habe das Gefühl, dass meine Panzerung jetzt schon kaputt ist. Na, es geht so. Ich werde wahrscheinlich trotzdem wechseln müssen später. Okay, was wollte ich? In diese Richtung weiter. Schauen, ob sie... Es liegt ein fauler Gestank im... So lustig, der Wort des ältesten Theis. Ein gut ausgerüsteter Bruder tut immer seine Pflicht. Ich brauche den Helm doch. Sorry. Sorry. Schauen wir mal, ob wir darüber kommen. Hier ist die Vault. In diese Richtung muss ich. Ah, ich mag nicht durch die Kinderstadt. Sind fies, die Kinder. Warum ist das explodiert? Was macht sie? Ah, sie fightet irgendwas. Ach, die Frau. Das gibt's ja nicht, dass die jetzt schon am Verrecken ist. Paladin. Paladin Cross, verdammt. Jetzt wäre dicht. Sieg. Ganz schlechtes Wort. Dass du schreien solltest. Dass du nicht schreien solltest. Oh Gott. Oh. Wie viel Strahlenresistenz habe ich bei der Rüstung überhaupt? 20. 20, okay. Na, das wird nicht reichen. Nicht reichen. Oh. Feinde! Kein Feind, den ich sehen will. Die Frau ist tot. Die Frau ist tot. Oh, komm schon, flieg um das Ding. Nein. Ich wurde getroffen.
Die Frau ist tot. Oh, aber wenn ich den Tipp nicht wegmache, ist die Frau wirklich hin. Schalten wir den Gegner aus. Okay. Schaut her. Ja, schieß drauf. Nein, nicht runterhopfen. Oh, du verrücktes Ding. Wie kann das so einmal schon sein? Das gibt's ja nicht. Das ist so im Eimer, ist die Frau. Okay. Da ist das Strahlenschild. Das Strahlenwarnungsschild. Vielleicht ein Radex rein. Wie schaut meine Radioaktivität aus? Niedrigstes Hell. Das ist ja gar nicht so schlimm. Eins, zwei, 14. Okay, es ist so schlimm. Verstehe. Oh. Ich bin mir sicher, ich könnte Tuch bauen mit haufenweise Red Away und so. Ja, bist du ein Little Lamp Lab groß geworden? Was ist das? Nein, ja. Verdammt. Oh. Rechts drüben war auch was. Ach du. Okay. Was habe ich für Granaten? Nichts Gutes. Eine Granate habe ich gesehen gerade. Nicht genug. Letzter. Der schießt einfach aus einem Meter in mir in die Fresse. Wer ist das? Feind entdeckt, Angriff eingeleitet. Au, mein Arm! Oh Gott. Läuft nicht, wie ich es geplant habe, wie ich es erhofft habe. Ah, der Paladin lebt noch. Gut für sie. Ein bissiger Hund. Willst du mein neuer Dog mit sein? Wo bist du hin? Okay. Hier sind wir richtig, oder? Ja. Ich glaube, da gehe ich noch durch, dann ist die Episode vorbei. Ich mag die Kinder nicht. Die sind fies. Okay. Brrr. Und wir müssen nett sein. Sonst ist Cross auch wieder weg. Hallo. Halt! Keinen einzigen Schritt weiter, sonst werden wir Ihnen Ihren verdammten Schädel vom Hals pusten.
Sie sind groß und ich habe keine großen Freunde. Sie gehen besser wieder da raus, wo sie reingekommen sind. Da würde ich nicht hinwollen. Da wohnen nämlich die Monster. Wir wissen mittlerweile, wie wir sie uns vom Hals halten können. Wahrscheinlich besser als sie. Die großen Monster da. Die, die irgendwie wie Menschen aussehen, aber wo irgendwie nichts zusammenstimmt. Ja, ich kenne den Weg. Er führt durch Little Lamplight und sie können nicht durch Little Lamplight. Suchen Sie sich einen anderen Weg, Mungo. Sie kommen hier ganz bestimmt nicht rein. Kein Zutritt für Mungos. Sie glauben wohl, ich bin blöd oder was? Auf Ihre billigen Tricks falle ich... Sie sind ein Mungo, Mungo. Ihr großen Leute, ihr seid lang und tollpatschig. Wir wollen mit euch Mungos nichts zu tun haben. Warum sollte ich ihnen vertrauen? Ich habe keinen Grund dazu. Mit euch Mungos hat man nur Scherereien. Ich werde nicht zulassen, dass das, was mit Sammy passiert ist, noch anderen passiert. Die beiden und Penny haben sich schnappen lassen. Von Mungos wie ihnen. Das waren Sklavenhändler aus Paradise Falls. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen aufpassen. Aber die dummen Kinder wollten nicht auf mich hören. Würden sie das wirklich tun? Wenn sie sie zurückbringen, lasse ich sie vielleicht rein. Oh. Ich bin MacCready. Ich bin der Chef in Little Lamplight, weil ich der Bürgermeister bin. Und ich mag keine Fremden. Und keine Mungos. MacCready, Rat. Okay. Ah, ja. Zu wenig Intelligenz. Wer hätte es gedacht? Gut, dass ich mit den Kindern nichts Schlechtes gemacht habe. Mit denen die falschen Leute verkauft. Okay. Dann befreien wir ein paar Kinder. Paradise Falls. Sehr schön. Wird interessant. Mit einem Paladin in Paradise Falls rein spazieren. Kommt sicher gut an. Was machen Sie denn hier? Sie schon wieder? Was dann noch? Mann, das ist geben. Okay. Hoffen wir ein paar Kinder. Wie gefällt's dir hier? Mrs. Cross. Sternpalatin. Sehr ruhig gerade. Wenn ich den Typen überhaupt finde, der die Kinder verkauft, wie letztens habe ich ihn nicht gefunden. Ich kann gleich fragen, ob er einen neuen Bodyguard für mich hat. Ja? Oh. Wie wär's, mal die Augen aufzumachen? Kann ich nicht sie einfach kaufen? Bin mir sicher, ich kann sie doch einfach kaufen. Wenn ich den Typen mal finde. Unmöglich, den Typen zu finden. Schönes Rauschen im Radio. Fällt mir. Nein. Mist. Ja, was brauchen Sie? Ja, nicht runterfliegen. Wenn mich das tötet, bin ich sauer. Hier können wir runterhopfen. Hey, Sie! Können Sie uns hier rausholen? Ich bin Sammy und komme aus Little Lamplight. Ich und Squirrel und Penny, wir gehören hier nicht her. Wir müssen nach Hause. Sie müssen uns helfen, hier rauszukommen. Hören Sie, wir gehören hier nicht her. Wir wohnen in Little Lamplight.
Schon mal davon gehört? Echt? Ich hab's gewusst. Ich war sicher, er würde uns rausholen. Aber dass er dazu einen Mungo wie Sie schickt, hätte ich nicht erwartet. Können Sie nicht einfach alle erschießen? Naja, ich meine, Squirrel glaubt, er kann in den Computer hier einsteigen und die Halsbänder abschalten. Squirrel kennt sich mit Computern aus. Sie wissen nicht, dass er diesen hier repariert hat. Aber er ist, nicht mit dem Netz verbunden oder so. Warten Sie einen Moment, ich hole Squirrel. Er kann Ihnen sagen, was zu tun ist. Hey, mach schnell. Ist der Mungo. Red mit ihm. Ah. Sie sind der Mungo, der uns helfen wird, oder? Sammy meint, Sie wollen den Plan wissen. Hören Sie also gut zu, denn es ist ein guter Plan. Ich bin nämlich sehr schlau. Ich hasse Kinder. Okay, cool. Der Plan wird Ihnen gefallen. Und ich weiß, dass er funktionieren wird. Wir stecken hinter diesem Zaun, okay? Aber selbst wenn wir am Zaun und den Mungus mit den Knarren vorbeikommen, können wir nicht weg. Sie haben uns diese Halsbänder angelegt. Ein Schritt zu weit und wir fliegen in die Luft. Sie sind nicht abzunehmen. Also müssen wir sie ausschalten. In dem Gebäude habe ich ein altes Terminal entdeckt. Voll verstaubt, aber mit ein paar Handgriffen läuft es wieder. Wie gesagt, ich bin super schlau. Die Halsbänder werden über ein Terminal ein- und ausgeschaltet. Wenn Sie die Terminals verbinden, kann ich die Bänder unbemerkt abschalten. Als nächstes müssen wir nur den Zaun öffnen, uns an den bewaffneten Mungus vorbeischleichen und wir sind weg. Klingt gut, was? Sind Sie dabei? Oh Mann, seid ihr Mungus denn zu gar nichts zu gebrauchen? Ich bin ein kleiner Junge und ich kann sowas. Und Sie schaffen's nicht? Also wenn Sie es nicht schaffen, haben wir noch eine andere Möglichkeit. Dafür müsste sogar Ihre beschränkte Mungo-Intelligenz ausreichen. Im Essbereich an der Wand gibt es eine Verteilerdose. Stecken Sie ein paar Kabel um und die Sache ist geritzt. Also Sie sollten jetzt entweder gut im Reparieren sein oder schleunigst lernen, wie man ein Terminal bedient. Wow, danke. Überanstrengen Sie sich nicht, okay? Das sind so fies, die Kinder. So fies. Sehen Sie sich an, Bronson. Sie sind völlig durch den Wind. Lassen Sie endlich die Finger vom Alkohol. Ist da jemand drinnen? Ha? Oh, hier kann ich ran. Toiletten. Was hier wohl abgeht. Interessant. Okay, ich sehe. Ich verstehe. Psst, hey, ich brauche Hilfe. Ja, ich höre dich. Ich kann die Kiste nicht aktivieren. Dann verkaufen, ich habe das Geld, aber ich finde den Typen nicht. Ah ja, hier ist der Computer. Hm. 27, das reicht nicht. Vielleicht ist hier so safe. Gott, wo ist der Typ, wo ich die Kinder kaufen kann? Das wäre doch wirklich die einfachste Lösung. Ich habe schon Leute da. Bin beschäftigt, also verpissen Sie sich. Wenn es ums Geschäft geht, reden Sie mit Judith. Wo ist er? Ja?
Okay. Und jetzt? Kinder befreien. Verdammt, Little Lamplight. Ich hasse es. Was ist los, Mungo? Ist das... Hey, klasse! Sie sind echt okay für einen Mungo, wissen Sie das? Wir sind also der Flucht einen Schritt näher gekommen. Nun, mit dem Terminal kann ich die Halsbänder deaktivieren und das Tor öffnen. Aber die werden uns nicht einfach rausspazieren lassen, wissen Sie? Es steht immer mindestens eine Wache am Pferd. Wir brauchen jemanden, der sich darum kümmert. Wir können nicht einfach hier rumspazieren, als würde uns der Laden gehören. Deshalb müssen Sie das für uns übernehmen. Verstanden? Ich habe Staff Boys. Okay, keine Dummheiten. Verstanden? Vorsicht! Was geht ab, Mungo? Da ist ein Hinterausgang. Was ist ein Hinterausgang? Ist das 40? Das ist 40. Haben wir einen Grund miteinander zu... Seit wann sind wir so eng befreundet, hä? Ich sage Ihnen, was ich nicht brauche. Leute wie... Komisch. Sie reden immer... Das glauben Sie ja. Komisch, davon habe ich nicht... Komisch. Sie... Was? Ja, ich meine, die Bezahlung ist nicht schlecht. Was zum Henker geht Sie das an? Ja, vielleicht ziehe ich manchmal die Arschkarte. Geht jedem hier so. So ist das Leben. Aber vielleicht wird sich das bald ändern. Oder jetzt sofort. Ich werde mal ein Wörtchen mit Eulogy reden. Ja, viel Glück dabei, ihn zu finden. Viel Glück dabei. Hören Sie zu. Hey, ich rede mit Ihnen. Ich brauche Ihre Hilfe. Was geht ab, Mungo? Ach, keine Sorge. Wir kommen hier raus. Sam und ich schaffen das leicht. Wir passen durch den Abfluss im Bad, der für die Mungos zu eng ist. Sagen Sie Penny auch, dass wir abhauen müssen. Sie führt sich so bescheuert auf. Sie müssen mit ihr reden. Es ist wegen diesem Mungo, Rory McLaren. Sie hat sich wohl in ihn verknallt oder so. Was weiß ich, irgend so ein blödes Weiberzeugs. Aber sie haben ihn in eine Kiste geworfen, weil er ordentlich Zoff machte. Jetzt lassen sie ihn nicht mehr raus. Penny meint, sie geht erst, wenn sie weiß, dass er in Sicherheit ist. Hab ihr schon gesagt, was für eine dumme Kuh sie ist. Hey, Sie haben doch behauptet, Sie wollten uns hier rausholen. Reden Sie mit ihr. Versuchen Sie, sie zu überzeugen, mit uns zu kommen. Sammy und ich hauen jetzt ab. Wir warten östlich von Paradise Falls auf euch. Wir treffen uns dort, wenn Sie Penny rausgeholt haben. Was sie gebeten hatte? Unsere Abmachung? Können Sie es bald tun? Ich habe Angst, dass uns die Zeit davonläuft. Darf man fragen? Oh ja, sicher. Ich krieg das schon hin. Sie sind der Mungo, der Sammy und Squirrel geholfen hat. Ich hab's Ihnen schon gesagt. Nein, ich lass ihn nicht zurück. Ich hab Sammy und Squirrel schon gesagt. Was war... Nein, nicht ohne Rob. Sie müssen ihn aus der Kiste holen. Sie müssen einfach. Irgendwo haben sie die Schlüssel dafür. Wo der andere ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat ihn sein Boss. Wenn sie Rory befreien... Ich hab nicht zugehört. Ich hab nicht zugehört. Mann, sind Sie groß. Mungo, Mungo. Oh.
einfach jeden umbringen sollen. Verdammt. Kann ich mal mit den Typen sprechen. Irgendwer hat einen Schlüssel. Da lebt doch niemand. Gott, verdammt. Oh, ich habe die Mission noch nie gemacht und ich hasse sie. Hey Carter, haben Sie was für mich? Blumen? Liebesbriefe? Guten Tag, Eulogy. Darf ich Sie daran erinnern, dass ich alt genug bin, um Ihre Mutter zu sein? Unsere Beziehung ist rein geschäftlich. Oh, Sie müssen ja nicht gleich beleidigt sein, Carter. War ja nur ein Scherz. Aber wenn wir schon vom Geschäft reden, haben Sie mein Geld? Hier, bitte, Eulogy. Der übliche Anteil. Zählen Sie nach, wenn Sie wollen. Willkommen in Paradise Falls, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Mist. Ja. Um was geht's? Mist. Oh, ob das funktioniert. Kann ich irgendwie helfen? Das ist ein Schwachsinn. Ich hoffe, das geht jetzt. Ach, komm schon. Ich hab doch den Schlüssel gerade genommen. Geh ins Haus, Alter. Geh rein, guter Mann. Hey! Hab ich gerade die Frau erwischt? Warum hat denn der Typ so viel Leben? Ja, mach das. Wow. Wir haben den Krieg gestartet. Oh, das war's gleich mit unserer Frau daneben. Okay. Psycho, Hawk, Weiss, Stimpak, Maddox, Jet, Buffard. Ich hätte gleich alle umbringen können. Mein Kopf! Ich
Ach, sie hat noch genug Leben, die Frau. Ich habe noch viel mehr. Los, los! Nein, wurscht. Ist egal. Auf da. Na, geht doch. Für Moni. Hey, helfen Sie mir! Wo? Flankieren! Feind im Anmarsch! Genauso! Mit unseren Waffen und unserer Ausbildung sind wir dir überlegen. Nein! Was sagt nein? Gut, okay. Wieder. Hey! Wo? Wo? Ah, wenn Clover das sehen könnte. Ist das 40? Ah, das ist Jotun. Jotun! Das war so kaputt, das hatte gar keinen Wert mehr. Ist recht. Okay. Ich jetzt alle Sklaven befreien. Oh. Oh je. Oh je. Waren wir zu langsam? Oh Mann, Mungo, das ist ja verrückt. Wir rennen, was das Zeug hält. Wir sehen uns draußen, wenn sie es schaffen. Verdammte Göre, ist das egal. Hey, aufpassen, klar? Gratulation ist jetzt frei. Hey, wollen Sie ein Lied hören? Einen Tanz sehen? Geben Sie mir was zu trinken, Sie werden staunen. Ich habe noch nicht genug getrunken, ich kann jetzt nicht gehen. Was soll ich vergessen? Ja. Oh Gott. Es ist so schrecklich hier. Bitte, Sie müssen uns helfen. Freiheit! Ja, Gratulation. Oh, hallo. Was kann ich für Sie tun, junge Dame? Ach, es hat's. Was? Sie müssen lauter sprechen. Ach, der? Nein, keine Ahnung, wo er ist. Damit kann ich nichts anfangen. Ich habe den größten Teil meiner Haare schon vor langer Zeit verloren, wissen Sie? Ist halt alle hoffnungslos. Die anderen sind doch abgehaut. Was gibt's? Sehen Sie nicht, dass ich die Wachen beobachte? Ich beobachte die Patrouille. Was dachten Sie denn, wo ich hinschaue? Jeden Tag ändern sie den Rundgang, aber nur ein klein wenig. Da muss eine Art System dahinter stecken. Also heißt es warten und beobachten. Das ist unsere Chance. Gehen wir! Oh, sie geht tatsächlich. Schon wer da noch wer drin ist. Wir brauchen halt eine extra Einladung, wie es ausschaut. Gemütlich hier. Vorkriegsbuch zum Lesen. Wer ist da? Näher kommen. Oh. Oh. Ah. Ah. Okay, ich muss mir einen Weg durchkämpfen. Verdammt, habe ich wenig Money. Hilfe, bitte. Ah, da, gleiches Gewehr. Was? Ich habe euch schon geholfen. Die Frau Doktor okay mit meinen Actions ist? Oder ob sie mich auch bekämpfen wird? Um was geht's? Hey, passen Sie besser auf.
Sie sehen echt übel aus. Ich hoffe. Okay. She doesn't give a crap. Anscheinend sind die Händler alle cool. Okay, er nimmt gerade den Vorderausgang, ihr Idioten. Du wirst sterben, wenn du nicht ein bisschen wartest. Okay. Kein Warten. Kein Warten für sie. Warten ist uncool. Ach doch. Doch, der Typ will kämpfen. Nein, es läuft gerade alles aus. Schnell, schnell. Okay. Cross ist tot. Ja, war ich kein Begleiter. Ach, ich bin kein Sklavenhändler. No! Jackpot. Wo sind die Kinder? Oh. Wollen Sie Plunder loswerden? Ich kaufe ihn Ihnen ab. Was will also. Ich? Wie weit sind wir schon drin? Das ist ja die Frage. Viel zu weit, viel zu weit. Hier ist die Aufnahme vorbei. Ich gehe verkaufen. Peace out.